Herzlich willkommen zu diesem sensationellen Jubiläumspodcast Nummer 100, gleichzeitig Zeilcast Nummer 21 mit dem sagenhaften Johannes aus Brüssel. Ich weiß, du hast auch einen offiziellen Nachnamen, aber irgendwie alle kennen dich als Johannes aus Brüssel. Und wir sagen gleich, warum es eine besondere Ehre, Freude und Besonderheit ist, dass wir den 100er Podcast zusammen machen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Also ich freue mich auch, das ist ja ein ganz besonderes, also herzlichen Glückwunsch auch dir, lieber Ralf, zu 100 coolen Podcasts. Also schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wieder dabei sein darfst. Ja. Weil, Mal, ja. Wir sagen es gleich, vor langer, langer, langer Zeit, also genau gesagt vor 100 Podcasts, haben wir beide den Podcast Nummer 1 gemacht. Und Johannes, es war an deinem Geburtstag. Ja, ich erinnere mich noch. Da habe ich dir nämlich Fragen zum Käfer gestellt. Ja. Und und jetzt treffen wir uns nach 99 Sendungen wieder. Und es ist nach wie vor, ich habe gerade geguckt, der meistgehörte Podcast überhaupt. Ach, das liegt ja zum kleinen Teil daran, dass er halt einfach am längsten schon im Netz ist. Aber es liegt bestimmt auch an der zauberhaften Stimmung und den guten Fragen. Ich wollte gerade sagen, das kann auch an uns liegen und nicht nur an der Nummer. Ich glaube, wir hätten damals beide nicht geglaubt, wie wir den ersten Podcast aufgenommen haben. Dass das dann so gut weitergeht, es ist inzwischen ja von all den Werken, die ich in die Welt sende, das meist nachgefragte. Wow. Hat sich also wirklich gut etabliert. Und darum ist es mir wirklich eine große Freude, dass wir... Und wir sind fest verabredet für den 200er, ja? Sehr, sehr gerne, ja. Das dürfte dann ja so in etwa 2 Jahren sein. Vielleicht genau, wieder zu meinem Geburtstag. Wie wäre das? Genau, wir werden das einfach jetzt immer alle 100 Podcasts machen, wir beide. Das ist so geil, ja, super. So machen wir es. Und ich habe mich auch gefreut. Und ich meine, irgendwie, du gehörst ja dazu zur Landsiedel-NLP-Szene, obwohl man dich so oft gar nicht trifft. Aber wir haben uns wieder getroffen jetzt in Zeilitzheim, wo du, da muss ich ja so sagen, jetzt ein bisschen mein Muster unterbrechen, weil ich immer sage, dass ich mit den Menschen rede, die dort Vorträge gehalten haben. Das warst du ja nun nicht. Du hast ja was fast noch Tolleres gemacht. So ist es, ja. Also ich habe Glücksspiele, ne? Kann man das so sagen? Glücksspiele, nee, das ist genau das Glück, von dem ich nicht rede. Aber schön, dass wir das schon mal geklärt haben. Nein, ich habe die große Ehre gehabt, im Freskensaal mein Unwesen zu treiben und habe dort mein Spiel Glückssinn aufgestellt und mit den Leuten, die Lust und Spaß hatten, das mal live zu spielen, mit dem Erfinder zu spielen, da haben wir Glücksinn gespielt. Immer eine kleine Runde, also wir haben mit 6 Leuten gespielt. Im Nebenzimmer gab es dann noch eine andere Gruppe. Im Hauptzimmer haben wir mit dem Prototypen gespielt. Ich habe ja selber den Prototypen in dreifacher Ausfertigung mitgebracht. Und nebenan hat dann, ich würde jetzt mal sagen, die jüngere Generation mit der App gespielt. Du weißt, dass jetzt Tausende von Leuten im Internet, die diesen Podcast hören, nur eine einzige Frage im Herzen haben. Was ist das für ein Spiel? Ja, so, und sowas habe ich schon befürchtet. Also, das trifft dich nicht ganz unvorbereitet, die Frage? So ist es, ja. Also es ist natürlich kein Glücksspiel im klassischen Sinne. Aber denn es heißt so. Es heißt Glückssinn. Also auch für jeden, der das mal googeln möchte, Glücksinn mit einem S in der Mitte. Und da habe ich mich auch gefragt, warum mit einem S? Ja, weil ich mir so überlegt habe, man sagt ja auch nicht Bratwurst, sondern man sagt Bratwurst. Und als solches habe ich mein Spiel jetzt Glücksinn genannt. Und weil ich mir auch den Namen gerne schützen wollte, weil ich den so toll finde. Das Spiel hieß nämlich früher mal anders. Vielleicht kommen wir da gleich noch mal drauf, wo das herkommt. Oder ich kann da jetzt gleich was zu sagen. Also ich finde den Namen so toll, weil der das ausdrückt, was dieses Spiel nämlich schärfen soll. Den sechsten Sinn oder auch den Glückssinn. Und ich habe dann auch natürlich mit diesem Namen noch eine Website gefunden. Und als ich mir den Namen schützen wollte, festgestellt, dass es schon mehrere mit 2 S in der Mitte gab. Mhm. Und so ist das dann entstanden, dass ich den wirklich optimal fand. Glückssinn. Spielend, leicht, glücklich. Und da sind wir jetzt auch schon bei dem Inhalt. Also es ist tatsächlich ein Spiel. Und das Ziel ist es, ich sag's jetzt mal ganz... Nein, wie soll ich sagen? Ja, willst du wissen, was für ein Spiel das ist oder was das für ein Spiel ist? Wie hättest du es gerne? In dieser Reihenfolge.
Okay, also dann fange ich mal erstmal an, was das für ein Spiel ist. Also es ist ein Offline-Spiel. Echte Menschen sitzen mit echten Menschen am Tisch. So, Moment, hattest du also. nicht gerade gesagt, dass die mit echter App im... Ja, und das ist ja das Geile. Also auch bei der App brauchst du echte Menschen, die echt zusammensitzen und die alle das Spiel auf ihrem Handy haben und dann statt Spielbrett, statt Würfel, statt Karten einfach das Handy vor sich liegen haben. Man kann es also Aber nicht remote spielen. exakt. Ja, also du kannst es, wir könnten es jetzt sozusagen, da wir uns hier über Zoom treffen, wir könnten das zusammenspielen, weil wir uns anschauen können und weil wir gegenseitig auch den Barcode abscannen können, den diese App dann verlangt, damit eine Reihenfolge klar ist, wie man da so sitzt. Aber entscheidend ist wirklich, dass da, ja, ich sag mal so, über verschiedene Karten, die ausgespielt werden, verschiedene Dinge angeregt werden. Und es geht vor allem darum, Spaß zu haben. Es soll lustig sein. Es ist jetzt auch irgendwie, jemand hat mal zu mir gesagt, du hast da ein Psychospiel erfunden. Es hat was von einem Psychospiel, aber es ist nicht irgendwie die Psycho-Couch, wo du zurückblickst und was ist alles schiefgelaufen in meinem Leben, sondern da geht es um drei Typen von Karten und die sind alle ausgerichtet auf hier und jetzt und bestenfalls zukunftsgerichtet und was ist dir gelungen in deinem Leben und was wird Tolles noch in deinem Leben passieren. Also unglaublich positiv geladen und so sitzen dann bis zu sechs Leute im Moment um einen Tisch, spielen das Spiel, kümmern sich um eine wunderbare Stimmung und beantworten oder bearbeiten die verschiedenen Typen von Karten, die da drin sind. Ist es denn jetzt eher ein Spiel, wahrscheinlich wirst du ja sagen beides, aber ich frage es trotzdem, eher ein Spiel, wo der Einzelne seinen Glückssinn schärft oder wo man gemeinsam mit anderen Leuten einen Heidenspaß hat? Beides. Also Ich wirklich habe beides. es geahnt. Na ja. Also ich meine, da müsste ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen, hast du es denn überhaupt schon gespielt, lieber Ralf? Du So, nein. kennst die ketzerische Antwort, nachdem man es nicht alleine spielen kann, hat es mir Ja. nicht gebracht, dass ich mir... Das ist übrigens, da kann ich jetzt mal ein Geheimnis erzählen, der Hauptgrund, warum wir so viele Abbrecher haben. Also von 3000 Aufrufen werden etwa nur ein Drittel durchgespielt, weil natürlich die Leute ganz schnell feststellen, oh, ich brauche ja einen zweiten Spieler dazu. Sonst startet das Spiel gar nicht, wenn es nicht einen zweiten Spieler hat. Jetzt kann man sich natürlich, wer ein bisschen dazu veranlagt ist, auch mit sich selber spielen. Wenn du ein zweites Handy hast, kannst du das sozusagen auf beide Handys packen und dann so tun, als ob. Aber es ist schon wirklich Sinn der Sache, gemeinsam zu spielen und gemeinsam den Glückssinn zu stärken. Und bei jeder Frage, es ist so, da kommt eine Karte auf dein Handy, sage ich jetzt mal, oder du ziehst eine Karte im wahren Leben, in dem Prototypen, den ich habe, und dann steht da etwas drauf. So, das liest du vor in den meisten Sag doch mal Fällen. ein Beispiel, sag doch mal ein Also, krasses Beispiel. weiß ich nicht, was ist jetzt krass? Also, ich könnte mal, wenn wir so viel Zeit haben, könnte ich dir ja mal die drei Karten erklären, die überhaupt im Spiel sind, und dann dir auch ein Beispiel dazu geben. Johannes, wir haben so viel Zeit, bis das Internet zu Ende ist. Oh, wie geil. Ja, also dann mal los. Also, es gibt die Action Card, es gibt die Connection Card und es gibt die Grinch Card. Und ja, fange ich einfach mal mit der Action Card an, weil das ist so ein bisschen die, im NLP würden wir sagen, das ist die Karte, die den Rapport in der Spielergruppe herstellt. Denn da geht es so um Eisbrecherfragen. Da geht es, ich kann es ja mal kurz für die, die das Glück haben, hier auch die Aufzeichnungen auf YouTube zu sehen, kurz in die Kamera halten. Also die Karte ist so eine Art Klappe, wie man es aus dem Filmgeschäft kennt. Und das ist auch der Hintergrund. Also Action, da soll wirklich was passieren. Hier geht es wirklich um Auflockerungsfragen, manchmal auch ganz blöde Fragen. Was weiß ich, wenn du im Lotto gewinnst, wem würdest du davon nicht erzählen? Es geht um Zustandsmanagement, es geht um ein bisschen so positive Psychologie, der Fokus auf meine Erfolge, auf das, was ich stolz bin, ein positives Selbstbild oder die Kreativität zu fördern. Also ich habe hier mal einfach so ein paar jetzt vom Stapel genommen. Das sind alles Actionkarten. Auf der ersten steht zum Beispiel, wie gesagt, sind jetzt Auflockerungsfragen, um sich kennenzulernen. Denn das Spiel kannst du sowohl mit guten Freunden als auch mit ganz, ganz unbekannten Menschen spielen.
Der Effekt ist in beiden Fällen dasselbe. Ihr schärft euren Glückssinn und jede Frage, die gestellt wird, die eigentlich der, der sie beantworten muss, dann beantworten darf, wird natürlich auch im Kopf von jedem einzelnen Mitspielern durchrattern. Und der, wenn hier steht, so, wofür hättest du auf jeden Fall eine Goldmedaille verdient? So, dann muss man so überlegen, Mensch, was habe ich richtig toll gemacht? Natürlich sage ich jetzt für das tolle Spiel Glücksinn, was ich da erfunden habe. Das ist mit Sicherheit eine Goldmedaille wert. Oder was haben wir hier noch? Mit welchem kleinen Geschenk kann man dir jederzeit eine Freude bereiten? Das ist so ein bisschen sowas zum Warmwerden. Erzähle in wenigen Sätzen eine Kurzgeschichte mit den Wörtern Märchenwald, Mondschein, Relativitätstheorie, Birnenquark und Hasenöhrchen. Und da merkt man schon, das wird schon... Warte, fragen, wen genau bringt das jetzt in guten Zustand? Das bringt vor allem die ganze Gruppe in guten Zustand. Der, der diese Karte zieht, wird erstmal kurz sagen, oh, je nachdem, wie hoch sein Kreativitätspotenzial ist. Ja. Und wenn das noch nicht voll ausgefahren ist, wird das durch diese Frage ausgefahren. Und es ist wirklich, also ich kann dir sagen, 100% habe ich da nur Lacher erlebt und am Ende sind auch die, die sich durch vermeintlich erstmal schwierige Fragen quälen, die sind total happy. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Wie viele sind das pro Set? In einem ganzen Spiel sind, tja, das ist jetzt eine gute Frage, ich würde mal sagen, so ganz grob knapp, oder so mindestens 80 Action und mindestens 80 Connection-Fragen und dann nochmal so 30, 40 Grinch-Fragen. Das heißt, es dauert einige Zeit, bis man die wirklich richtig durchgespielt hat. Bis du die alle durch hast, ja, also entschuldige, dass ich hier noch so in die Kamera huste, aber ich bin heute den ersten Tag von Covid wieder aufgestanden. Ich habe... Johannes, wir hatten doch ausgemacht, dass wir sagen, das ist noch der Kater von deinem Geburtstag von Podcast Nummer 1. Oh ja, entschuldige. Dann ja. Würden sich alle beneiden, dass du so ein Feiermensch bist, dass du deinen Geburtstag 2,5 Jahre durchfeierst. Ah ja, das stimmt natürlich. Ich hätte da richtig Bock drauf, nach den letzten 10 Tagen mal wieder richtig Party zu machen. Okay, also das ist so ein bisschen was, dann geht es auch drum. Ich habe hier, was weiß ich, ein Gedicht, was du dann rezitieren darfst vor der Gruppe. Oder so Rückblick auf, was ist der vielleicht schönste Augenblick der vergangenen Woche. Das sind so Sachen, die die Leute oder die ganzen Spielerinnen und Spieler in einen richtig guten Mut bringen. Und der zweite Teil... Darf ich dich mal zwischendurch einfach auf die Metaebene entführen? Na sicher. Wie kommt man auf so ein Spiel? Ach. Ist das so, wie du normal lebst? Also ist das so eine Art Selbstmodeling in Spielform? Oder ich vermute mal, da gab es doch Vorläufersachen, dass du das mit irgendwelchen Leuten schon mal sowas gemacht hast. Also so ein Spiel entsteht doch nicht über Nacht, oder? Du wachst doch nicht eines Morgens auf und beschließt, jetzt mache ich das Glückssinnspiel. Doch. Und zwar das Urspiel, was damals Connection hieß, also die Verbindung aus Connection Cards und Action Cards, das Urspiel war mal meine Masterarbeit. Also vom NLP. Ich habe das damals, als ich bei Landsiedel meinen Master gemacht habe, ging es darum, hey, ihr könnt als Masterarbeit euch irgendeines tollen Themas widmen, ihr könnt dies und jenes und das machen, ihr könnt natürlich auch ein Spiel machen. Und da bin ich hängen geblieben und das hat dann so stark nachgewirkt, dass ich sage, Mensch, was könnte ich denn für ein Spiel machen, das das was mit NLP zu tun hat? Und dann war die erste Form dieses Spiels ein Glückssinn für NLPler, wo ganz extrem viele Fragen aus dem NLP, mit NLP, sehr ähnliche Fragen wie hier auch, die aber einfach mir dazu dienen sollten. Meinst du was wie transderivationale Suche mit stark visueller Betonung auf der Glaubenssatzebene in der zweiten Position? Zum Beispiel, ja, genau. Das sind ja alles wunderbar. Dann habe ich noch rauf und rund Dills in Kombination mit den verschiedenen Memen, den Farben kombiniert und sowas alles gehabt. Also vergiss es, ich habe dann irgendwann festgestellt, es war für mich eine fantastische Möglichkeit, den Stoff nochmal aufzuarbeiten für das, was ich dort gelernt habe. Und ich gebe es auch zu, selbst heute noch, denn ich habe gerade mit den Connection Cards anfangen wollen. Da geht es ja um so Dinge wie,
Was sind meine Ziele und Träume im Leben? Was sind meine Werte? Also wirklich Masterthemen. Welche Glaubenssätze habe ich? Welche hätte ich gerne? Welche tun mir nicht so gut? Was ist ein interessantes Fremdbild? Welche Qualitäten besitze ich? Was ist Live-Design? So ein bisschen die kleinen Herzöffner, die mit dieser Frage erforscht werden. Und das hatte ich dann auch in dieser, ja, in der Urversion noch sehr stark auf, welchen Glaubenssatz hat jemand der und so weiter und so fort gemacht. Und heute habe ich das auch von der Sprache her aus dem NLP-Jargon ein bisschen herausgenommen. Also wenn da steht, welche Überzeugung könnte jemand haben, der einen charismatischen Auftritt hat, dann denkst du als Teilnehmer eines solchen Spiels erstmal, ja, okay, was könnte der für eine Überzeugung Heißt, du hast haben? deine Zielgruppe mit leichter Hand vertausendfacht. So ist es. Genau, ja, absolut. Und auch die, die jetzt, sag ich mal, das Wort NLP an sich schon nicht toll finden, sowas soll es ja auch geben, die sind dann vielleicht auch, sag ich mal, nicht gerade getriggert, wenn das dahinter steht. Ich glaube, der Tatsächlich. Hauptvorteil ist, dass dann ein NLPler, der das Spiel gut findet, fünf Nicht-NLPler oder noch Nicht-NLPler leichten Herzens einladen kann. Und wenn dir das Spiel gefällt, kann man hinterher sagen, das war übrigens NLP. Sehr cool, ja. Wobei, was ist schon NLP? Das ist ja nun Habe eine. ich eine einfache Definition. Wenn es glücklich macht, ist es NLP. Ja, cool. Ja, dann ist das ja 100% Fokus auf mein Spiel. Vielen Dank. Ich hoffe, in den Shownotes wird der Link zu meiner Website oder zu der App Selbstverständlich. zumindest. Super. Ja, das sollten wir dann auch machen. Ja, weiß ich nicht, was kann ich dir denn noch zu den Karten? Ich könnte jetzt noch die dritte Karte erzählen. Also wie gesagt, hier Moment, die. stopp. Hatten wir die zweiten schon, die Connection Cards? Ja, ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen gespoilert, dass das die Karten sind, wo es so um Live-Design geht, wo es darum geht, ja, das ist dann die etwas höhere Klasse im NLP, dass ich mir selber gewahr werde, was hindert mich an meinen großen Zielen im Leben. Ich muss jetzt Und nochmal für Dummerchen fragen. Ich dachte, die Action Cards sind die, wo ich was mache, und die Connection Cards sind die, wo ich mit Leuten in Kontakt komme. nicht wirklich, du kommst mit allen Karten in Kontakt mit deinen Dann Mitspielern. erkläre mir bitte nochmal den Unterschied zwischen Action und Connection. Ja, das ist vor allem der Name. So, der Name, ich sag mal, Action ist für mich, ja, das war die Wahl für die Karte, die es etwas leichter macht. So, also, ich will das jetzt auch nicht hier zu sehr verkopfen, aber so im Action, da stellst du dich vor die Gruppe, liest etwas vor, nimmst eine powervolle Haltung ein oder sowas. Du hast ja, sehr viele Dinge, wo du dich auch bewegen darfst. Also wo du vor die Gruppe stellst und etwas tust. Diese Bewegung in das Spiel kommen, miteinander sich verbinden, ist da sehr, sehr wichtig. Auch das Freiblasen des Kopfes für das, was dann kommt. Und das, was dann kommt, das ist, wie gesagt, das Connection. Der Name ist hier auch nicht ohne Grund gewählt. Also hier geht es tatsächlich um Verbindung. Einmal Verbindung zu mir, dass ich mir selber mit einer Frage hier, was weiß ich, wovon werden noch viele Generationen nach dir in liebevollem Gedenken an dich sprechen? Das ist was, wo ich mir selber mal Gedanken machen darf, hey, wie bin ich so drauf? Was kann ich eigentlich gut? Was ist toll? Oder kommen wir zurück zu den Überzeugungen, was ich gerade sagte. Welcher Glaubenssatz, würde ich jetzt das übersetzen, ist für dich gerade hilfreicher? A, das Leben begeistert mich und erfüllt mich mit neuer Energie. Oder B, ich liebe mich so, wie ich bin. Das So. heißt, das sind jetzt dann nicht so die platten Schenkelklopfer, das sind eher die, so ein bisschen in die Tiefe gehen, diese Connection Cards. Absolut. Das ist jetzt das, wo wir ein bisschen einsteigen in die Tiefe. Aber, und das ist mir immer wichtig, ohne diese Psycho-Couch. Also wir tauchen hier so ein bisschen ab, wo es auch darum geht, Selbstbild, Fremdbild, wie nehme ich mich wahr, wie nehme ich den anderen wahr, aber positiv. Also ich habe hier gerade eine Karte, welche innere Überzeugung, die du beim Glückskind zu deiner Rechten vermutest, würdest du gerne für dich selbst übernehmen? Was eine Modelling-Karte. Siehst du, ja, also hier geht es um, das sind alles Themen aus dem Master, die hier eingeflogen sind. Also Ziele, Werte, Glaubenssätze, Modeling, also Qualitäten abgucken, Qualitäten erkennen, auch sich einfach mal hinsetzen und genießen lassen.
Also hol dir von einem Glückskind deiner Wahl ein beliebiges positives Feedback ab. Lehne dich dabei ganz entspannt zurück, genieße es einen stillen Moment lang und kassiere dann auch noch einen Diamanten dafür. Dann sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt, weshalb spielen wir das Ganze? Es gibt nämlich die Aufgabe in dem Spiel, damit man auch weiß, wann ist man denn fertig, Diamanten zu sammeln. Und wer als erster die 6 verschiedenen Farben an Diamanten hat und jetzt halte ich fest, keine Grinch-Card mehr besitzt, denn über die haben wir noch gar nicht gesprochen, der hat gewonnen. Also, Ziel ist es, 6 Diamanten in verschiedenen Farben zu sammeln und zuzusehen, dass man sich von seinen Grinch-Karten löst. Und das ist genau dann das, was in diesem ganzen schönen Schunkel-Munkel, fühl dich wohl Leben hier, was mir letzten Endes ein schöneres Leben bescheren soll. Ja, wo mir dann das Leben Wobei dazwischen. jetzt für die, die uns hören und nicht sehen, wie beschreibe ich denen jetzt die Veränderung in deinem Gesicht, wenn du von den Grinch-Karten redest? Du kannst jetzt einfach Sind das mal diese Grinch-Karten, die dir hämische besonders gut gefallen? Schadenfreude. Ich glaube, die machen dir Freude, die Grinch-Karten. Kann das sein? Es ist so, ja. Und ich habe mir gedacht, wie bekommen wir denn jetzt etwas mehr Würze in dieses Spiel? Ja, das ist, da geht es wirklich drum. Da habe ich das Wort auch aus dem NLP Reframing ganz gut verarbeitet. Denn ganz häufig ziehst du eine Karte. Also, ich halte es noch mal kurz in die Kamera. Da steht jetzt ganz groß drauf: Hey, du Glückspilz. Und dann freue ich mich schon. Und da steht: Großes Herz, deine Großzügigkeit ist beispiellos. Verschenke an ein beliebiges Glückskind deiner Wahl einen Diamanten. So, und letzten Endes steht da drauf: Ich bin Glückspilz, ich habe ein großes Herz, aber ich muss kehr noch mal jetzt einen meiner hart ersammelten Diamanten herschenken. Und das ist dann so ein bisschen so etwas, was mir das Leben schickt. Da gibt es ganz viele Überraschungsmomente. Der Grinch, der sorgt für Verwirrung, teilweise ein bisschen für Neid. Das ist, sorgt für Reframings, was ich schon sagte, ist ein bisschen liebevoller Spieleverderber, ja. Kann Also es das sein, ist die dass das dann die Karte. Karten sind, die das Spiel am allermeisten zum Spaß machen? Nee, das sind dann so die, na, böse sich erstmal ärgern und dann am Ende aber vielleicht auch feststellen, so schlecht war die Karte nicht. Das ist ganz oft so, dass eine Karte, die vermeintlich als schlecht wahrgenommen wird, sich dann entpuppt als ein absoluter Joker. Und also dazu muss man wirklich das Spiel spielen, um das auch zu erkennen, dass es von großem Vorteil sein kann, etwas abzugeben. Sich etwas wegzunehmen, ist nicht immer positiv. Und ja, da sorgen halt mein lieber Grinch sorgt dafür, dass hier es wirklich bis zur letzten Sekunde, wer sich schon als sicherer Gewinner glaubt, der hat nicht mit dem Grinch gerechnet. Und die App sucht dann sozusagen immer für mich aus, ob ich eine Action Connection oder Grinch Card bekomme. Ja. Also, das ist das, der im normalen Spiel, sagen wir mal so, dass die Hard, wie sagt man, die Hardware des Spiels, also das mit einem Spielbrett arbeitet, mit einem Würfel, mit Püppchen und mit Belohnungsperlen und diesen ganzen Sachen, das galt es ja jetzt irgendwie zu kanalisieren. Wie kommt ein Spieler zu einer Karte? Und das haben wir über einen Algorithmus hinbekommen, indem wir einfach sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels verändert sich die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Karte. Also ist nicht einfach nur so würfeln, sondern es ist tatsächlich so, dass du zu Beginn des Spiels in der App mehr Actionkarten ziehen wirst als zum Ende des Spiels. Und dass der Grinch auch immer in dann Momenten auftaucht, wenn du ja, wenn du eigentlich schon denkst, so jetzt nur noch einmal muss ich nur noch dran sein und dann ist es soweit. Das heißt, jetzt mal nur eine nerdig-technische Frage, dann müssen ja alle Handys, die das miteinander spielen, über irgendeinen Server noch miteinander verbunden sein, oder? Die Das müssen sind sich sie. aufeinander Aber abstimmen. vielleicht das, was mir wirklich wichtig war. Ich wollte eben nicht so ein Adressfänger-App haben. Also du kannst diese App dir downloaden. Natürlich bist du Kunde in deinem App Store, in deinem Play Store oder was auch immer. Aber diese App kommt völlig ohne
deinen Namen, deine E-Mail-Adresse oder deine Kreditkartennummer aus. Das ist wirklich toll. Es wird über einen Barcode eine Gruppe auf dem Server zusammen kombiniert. Also deswegen sagte ich, man muss an einem Tisch sitzen oder sich zumindest über Kamera sehen, denn der das Spiel beginnt, gibt einen Barcode aus. Und dieser oder der wird generiert, sage ich mal, vom Spiel. Und der wird dann an den nächsten, an den dritten, an den vierten, an den fünften jeweils weitergegeben, sobald man sich mit einem Spielernamen, das kann natürlich deiner sein, aber es kann auch Watzlawick sein, dass du dann einfach einen Spielernamen hast. Und dieser Spielername, der wird dann im Spiel verwendet. Und dann steht da drin, hey, Ralf Watzlawick hat gerade einen Diamanten gewonnen. So, Aber dann ansonsten. wäre doch eine schöne 31. Grinch-Card, teile Johannes in Brüssel deine Kreditkarte mit, damit auch der Teil abgegolten ist. Ich sag dir jetzt mal was. Es ist ja bald Weihnachten, lieber Ralf. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich das Spiel eines Tages tatsächlich in diesen Mengen in die Welt bringen kann, dass wirklich die Welt sich dadurch verbessert. Und dann lohnt es sich auch, über so etwas zu sprechen. Aber für all deine Hörer, die das jetzt hier lauschen und hören, die dürfen sich schon mal auf ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen. In den Shownotes schicke ich dir jetzt einen Link, mit dem alle Hörer oder Zuschauer auf YouTube, müssen wir mal sehen, wie wir das machen, dass die im Moment noch eine kostenlose Vollversion sich downloaden können. Und ich würde wirklich sagen, spielt es einfach mal und alles, was ich jetzt den Menschen, die das hören, worum ich sie bitten möchte, wäre, mir ein Feedback zu schenken. Idealerweise natürlich ein 5-Sterne-Feedback in eurem Play Store. Das ist wirklich etwas, wovon, ja, was wenig Aufwand ist. Du weißt das selber, Ralf, wenn es darum geht, auch gute Rezensionen zu sammeln oder so. Es gibt so viele Algorithmen, wenn ein Apple Store oder ein Play Store merkt, oh, da geben Leute 5 Sterne und schreiben auch noch was dazu, dann habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, mit diesem Spiel in die Welt zu gelangen und die Welt zu verbessern. Immer noch kostenlos. Aber das wäre sozusagen ganz toll. Und falls euch etwas nicht gefällt oder falls ihr ja, vielleicht auch einen Verbesserungsvorschlag habt oder sagt, Mensch, das wäre jetzt noch cool, weil wir im Moment noch in der Alpha-Version dieser App sind, dann schickt mir bitte ein Feedback. Also auch da kann ich dir sagen, an welcher Adresse das geht oder einfach über meine Website glücksinn.net kann man ja auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Und auch das Spiel downloaden. Aber das wäre schon sehr cool. Also da wäre ich euch super dankbar. Nutzt es, solange das noch geht. Wir sagen mal, bis Weihnachten auf jeden Fall werde ich dieses Geschenk euch auch noch bereithalten. Johannes, ich finde, erstens, dafür hast du eine Goldmedaille verdient. Zweitens, damit wirst du der Welt in Erinnerung bleiben. Und drittens, ich finde, das war eine der schönsten Geschichten, die ich je gehört habe, die Worte Action Card, Connection Card, Cringe Card und Vanillepudding. Ach nee, der war ja noch nicht drin. Der Aber steht tatsächlich, ja, du auf hast einer gerade ein Wort, da wollte ich gerne einsteigen, und zwar die Welt verändern. Was verändert denn dieses Spiel bei den Leuten, die es spielen? Das ist natürlich jetzt als NLPler die Frage, die mir ganz doll am Herzen liegt. Macht's glücklich? Also auf jeden Fall bringt es Freude. Fangen wir mal mit den ganz einfachen Basics an, denn 100% der Leute, die dieses Spiel spielen, spielen es mit wirklich, also je nachdem natürlich. Ich habe auch schon Leute gesehen, denen ich nur ein Schmunzeln abgerungen habe und die das Spiel so interessant fanden und mehr davon wollten, aber so mehr als ein echter Schmunzler. Vielleicht war das auch die Kombination der gezogenen Karten in dem Moment. Das war einmal, wo ich das erlebt habe, wo das jetzt nicht zum Schenkelklopfer wurde. Aber ansonsten, ich habe das ja auch auf dem Kongress mit wirklich tollen Teilnehmern gespielt. Wie lange dauert eigentlich so eine Runde? Das hängt wirklich von der Runde, von den Menschen ab. Also ich würde mal sagen, zwischen 40 Minuten und 1,5 Stunden. So, also es ist noch Weil ich überschaubar. dachte, du hast das gerade so dargestellt, als ob das, wenn einer seine 6 Diamanten hat, ist es vorbei. Ja.
Und trotzdem kann es so unterschiedlich lange dauern. Absolut, ja. Es kann einmal daran liegen, dass einfach eine glückliche Kombination an Karten, die mit einem Diamanten belohnt werden, gezogen werden. Gleichzeitig glückliche Grinch-Cards einem in die Hände fallen. Und dann die Gruppe auch noch, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt Leute, die können eine Karte spielen und legen sie wieder weg. Und erstaunlicherweise gibt es auch ganz viele Leute, die, nachdem sie eine Karte gespielt haben, nochmal anfangen, die Karte zu reflektieren. Und nicht nur sie, sondern dann auch noch die jeweiligen Mitspieler. Und das kann natürlich so ein Prozess des Spielens unglaublich aufblasen. Also, Lass mich raten, das ist die nicht unangenehmste Variante aus deiner Sicht, oder? Wahrscheinlich soll ich das finde, genauso passieren, ne? ja, also es soll jede Gruppe so machen, wie es wirklich ihnen beliebt. Denn da ist so viel Potenzial drin. Also jeder macht es so, wie es für ihn richtig ist. Das ist ja auch so. Beim Coachen gibt es auch ganz viele verschiedene Typen und jeder ist da etwas anders. Und je nachdem, wie du auf dein Gegenüber eingehst, hast du dann die ein oder andere Karte jetzt in meinem Fall, die du dann abfeuerst. Und hier ist es auch so. Also manche Gruppen mögen es, mit 10 Karten eine Stunde zu verbringen und andere finden es richtig geil, eine Karte nach der anderen rauszuhauen und dann aber auch mitzukommen, dass sie sagen, wow, so, das war jetzt hier eine coole Karte und ich hätte es ja so und so gemacht, aber nimm du mal lieber den Würfel. Die Diamanten kommen die dann zufällig? Ja, die Diamanten werden über ein, also im Kartenspiel mit über ein Logo auf der Karte angezeigt und über einen Farbwürfel sozusagen. Und in der App ist es ganz einfach, dass auf der Karte per Zufall ein Diamantenlogo mit einer Farbe erscheint. Und von den 6 Farben gibt es dann sozusagen als Belohnung den Diamanten, den du gerade auf deiner Karte hast. Und solltest du den Diamanten haben, ist auch eine sehr coole Sache für Gemeinsamkeit, dann rutscht er zum linken Nachbarn, und zwar zum ersten linken Nachbarn, der diese Farbe noch nicht besitzt. Also wenn wir zu dritt spielen und wir beide haben sie und ich hätte jetzt einen, was weiß ich, einen roten Diamanten gezogen, du hast den auch schon, dann plopp, plopp, plopp geht der einfach 2 Stellen weiter und dann hat jemand anders diesen Diamanten bekommen, was vielleicht sogar sein Gewinn sein könnte. Da kommt jetzt ja fast schon eine philosophisch erleuchtete Komponente mit rein, wa? Du gewinnst Diamanten und dadurch gewinnt vielleicht ein anderer das Spiel. So ist es, genau. Ja. Und das ist auch das Schöne, dass am Ende jeder gewonnen hat. Ja. Also es ist ja nicht nur so, dass der die 6 Diamanten, natürlich ist das cool, okay, ich habe gewonnen und die App belohnt dich mit einem riesen Applaus. Aber es geht ja auch darum, dass alle was mitnehmen und dass wir uns hier mit der Gruppe verbinden, dass wir eine Verbindung schaffen untereinander, dass wir uns ein ganz klein bisschen unser Herzchen auch öffnen. Ohne dabei irgendwie hier verlegene Sachen zu machen oder so, sondern wirklich locker, das stand bei mir ganz oben drüber, spielend leicht. Das ist die Überschrift. Ich habe schon gemerkt, das ist nicht das typische Spiel, was man um Geld spielt. Nein, und es ist auch nicht das typische Spiel, was man mal eben gerade so abreißt, wenn man sagt, ach, geil, eine App, gib mal her und dann, ja, wo kommen denn hier jetzt wo fliegen denn hier die Steine runter oder sowas oder wo explodiert's? Also muss man auch dazu sagen, natürlich hat die App noch Potenzial nach oben, was jetzt visuelle Effekte, auditive Effekte angeht, kinästhetisch. Es ist noch kein Vibrationsalarm drin, es ist noch kein Sound drin, aber es ist der erste Anfang und dafür ist die hier dem Max, der das Ganze programmiert hat, extrem gut gelungen. Wir waren noch, ich lasse da nicht locker, bei der Gerne. Frage, was es jetzt macht mit den Leuten. Weil ich habe dich so verstanden, ich will nicht sagen, du installierst Glaubenssätze, aber du gehst ja auch durch einen bestimmten NLP-Prozess mit dem Spiel, oder? Naja, ich meine, du wirst es fast besser wissen, was das Spiel mit dem Menschen macht, als ich. Dafür hast du die bessere Ausbildung. Und als, also für mich ist es in erster Linie ein Mittel des Zusammenkommens. Okay, hier spricht der Beziehungstyp. Ich finde es einfach toll, wenn Leute um den Tisch sitzen und sich etwas erzählen und auch von sich etwas erzählen und sich
miteinander verbinden. Das finde ich schon mal ganz toll. Die Tatsache, dass ich laut ausspreche, was könnte, nehmen wir jetzt mal irgendwie so eine Frage, träum mal richtig groß. Wo wärst du dann in Sachen Beruf in 5 Jahren? So, wenn du wirklich, wenn es überhaupt keine Limits gibt, wo würdest du wohnen? Solche Dinge, das ist, geht in meiner Welt über ein, ja, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, was habe ich dann? Hinaus. Weil ich mir dann einfach auch bewusst werde in dem Moment, und nicht nur ich, sondern natürlich alle Mitspieler am Tisch, ja, wenn ich jetzt so nicht irgendwie zusehen müsste, dass unser Haus abbezahlt wird, was würde ich denn dann gerne machen? Wenn ich nicht in diesem Gollum von Sicherheit stecken würde, was wäre denn dann wirklich das, was mein Herz zum Singen bringen würde? Das ist erlaubt in dem Spiel. Mhm. Und das stößt meiner Meinung nach Prozesse an, die wichtig sind, um uns neu zu orientieren. Also ich nenne das schon als, früher hieß das Spieluntertitel, jetzt heißt es ja Spielend leicht glücklich, früher hieß es Live-Design auf spielerische Art. Mhm. Und es hat so ein bisschen was davon, dass ich wirklich überzeugt bin, wenn wir uns dessen gewahr sind, was uns gut tut, wenn wir uns dessen gewahr sind, welcher Glaubenssatz wäre denn jetzt cool, dass die anderen Leute mich als erfolgreich wahrnehmen oder was würde mir denn jetzt in meiner Situation für einen Glaubenssatz gut tun? Es ist ja fast ein bisschen, ich gebe es ja zu, auch für mich, Selbstverarbeitung, der ein oder andere Glaubenssatz, der da steht, das ist wirklich ein Wunschglaubenssatz von mir, der mir auch vielleicht viele Jahre gefehlt hat in meinem Leben. Und den ich mir erarbeitet habe oder wo ich gesagt habe, das darf jetzt sein. Und da passiert richtig, richtig viel. Also, und wenn es nicht sofort ist, dann vielleicht in einem Monat, in 2 Jahren. Ich bin davon fest überzeugt, dass dieses Spiel, weil es auch nicht irgendwo in Wunden bohrt, sondern weil es nach vorne schaut, weil es zielorientiert ist, weil es, was sind denn meine Werte? Was ist mein Motor, der mich antreibt im Leben, ist eine so eine Frage, wo ich mir dessen gewahr bin. Ja, okay, das darf Geld sein, das darf Sicherheit sein, das darf Liebe sein, aber ich darf mir auch dessen bewusst sein. Yeah. Und dieses Bewusstsein, das wird hier geschaffen, das wird eröffnet. Dafür machen wir den Weg frei und kommen dann auch in Schwingung mit anderen Menschen, was mir natürlich auch wichtig ist. Es ist ja, wie du gerade gesagt hast, wenn einer eine Frage zieht und sie beantwortet, hören ja alle anderen die Frage auch. So ist es, ja. Und es kommt automatisch, glaub's mir, Ralf, es kommt automatisch, poppt in meiner inneren Landkarte, in meiner inneren Welt, poppt eine Antwort hoch. Mhm. Und wenn es nur die Antwort ist, Gott sei Dank habe ich die Frage nicht gezogen. Ja, das, also es gibt wenig Fragen, die irgendwie, also ich würde mal sagen, ich habe alle Fragen, die die Menschen in Verlegenheit bringen können, habe ich so weit geglättet, dass es, dass das nicht mehr existiert. Also man hat im Gespräch gesagt, die FSK 18-Version ist noch in Arbeit, ne? So ist es. Nein, ich hatte tatsächlich mal eine Frage, die ich als überhaupt nicht kritisch empfunden hatte in der ersten Version. Und das war so eine Frage, wo stehst du in Sachen Liebe und Partnerschaft in 2 Jahren? Und ich habe das mit einem befreundeten Pärchen gespielt, wo ich heute weiß, dass damals diese Frage einfach nur nach hinten losgehen konnte. Die Reaktion des spielenden Ehepartners war aber dann, was ist denn das für ein Scheißspiel, das antworte ich nicht. Und da war mir dann klar, naja gut, Fragen, die ich als harmlos empfinde, sind vielleicht nicht überall so. Heute sind die beiden geschieden. Also vielleicht war auch das dann ein wichtiger Anlass, muss man auch mal sagen. Auch wenn irgendwas schief in meinem Leben ist, ist ja auch keine Schande. Ja, und ich meine, sorry, aber das kann dir doch mit jeder Frage passieren. Es kann doch immer mal irgendein Mensch in irgendeiner Lebenssituation sein, wo eine völlig harmlose Frage plötzlich große Sachen auslöst. Ja, es gibt ja, also ja, seine Trigger. Der steht, gib dein Trauma nach links weiter und dann ist das schon in Ordnung. Dann hat man das auch wieder los. Ja, und dafür, das ist ja auch so schön, dass du dich bei anderen über die eine oder andere Karte mal erkundigen kannst. Mhm. Es gibt eine Frage, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie formuliert ist, aber sitzt hier vielleicht einer in der Runde, von dem du gerne wissen möchtest, was sein Glaubenssatz über Erfolg, über Geld oder sowas ist. Und dann kriegst du auch im Spiel ein richtig tolles Feedback auf eine Frage, die du dir vielleicht sonst gar nicht traust zu stellen.
Ja, das, also da ist wirklich, da sind ganz viele Bereiche des Lebens, die wirklich liebevoll abgeklopft werden. Und ich betone nochmal liebevoll, vorsichtig. Es soll Spaß machen und es soll leicht sein. Und es ist kein Ding, was man irgendwo in der Psychiatrie spielen sollte, sondern es ist für normale Menschen gebaut, die normal Spaß haben und mit normalen anderen Menschen am Tisch sitzen mögen. Johannes, wer dich ein bisschen kennt, kann sich nicht vorstellen, dass es anders als liebevoll ist. Sehr schön, ich Und danke dir. ich kann das sagen, weil ich kenne dich seit 100 Podcasts. Ja, jetzt fällt selbst mir nichts mehr ein, was ich dazu sagen soll. Danke. Sieh einfach eine Grinch-Karte, dann fällt dir eine Antwort ein. Hast du Feedback schon richtig bekommen von Leuten, die es öfter gespielt haben? Also gerade bei Nicht-NLPlern wird's mich, fände ich sehr spannend. Also, was mir alle wirklich bestätigen ist, ich sag mal, die Schnittmenge ist, das hat riesig Spaß gemacht. Und ganz viele sagen, das ist ja mal was ganz anderes. Aber es ist auch so. Es ist jetzt nicht das Spiel, was jemand erwartet, wenn er in den Laden geht und sagt, ich hätte gerne mal ein Spiel. Es ist ein Hersteller, mit dem ich mal gesprochen hatte, weil ich mal wissen wollte, was das kostet, hat mir mal gesagt, das ist eher ein interessantes Spiel. Und das Wort interessant hat mir in dem Zusammenhang nicht gefallen, weil er sagt, das ist jetzt kein Verkaufsschlager, den du irgendwo in Spieleladen setzt und der wird verkauft wie warme Semmeln, sondern es ist halt etwas für Leute, die auch Spaß haben, wenn es im Spiel mal eine Ebene tiefer geht, ohne sich da, sage ich mal, ausziehen zu müssen oder so, aber das ist halt schon was anderes, die auch mal Spaß am Gespräch haben, die nicht nur da sind, um bespaßt zu werden. Das heißt, zum Reichwerden tüftelst du gerade an den Siedlern von NLP-Istan, wo man dann Ressourcenkontinente erobert und. Nein, 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 nein. Zum Reichwerden tüftle ich gerade an den verschiedenen Versionen von Glücksinn. Da gibt es ja die Version für Liebespaare in meinem Kopf. Es gibt die Version für Familien in meinem Kopf. Es gibt auch, wie mir neulich eine liebe Freundin sagte, die Version für Hundefans, die ich mir mal anschauen sollte, wo dann solche Fragen drin stehen sollten. Welche tollen Eigenschaften hat dein Hund bei dir geweckt? Oder wenn dein Hund jetzt reden könnte, welches Kompliment gäbe er dir? Ich Weißt du? glaube, wenn du richtig reich werden willst, dann baust du eine Version, die man mit dem Hund spielen kann. Das wäre natürlich auch interessant, ja. Müsse mal gucken, ob dann die Diamanten nicht zu Leckerlis werden. Genau, ein rotes Würstchen, blaues Würstchen und ein gelbes Würstchen. So was, ja. Nee, ich finde das schön. Du hast das wie ins Heilsheim wirklich das ganze Wochenende durchgespielt mit Leuten, ne? Ja, Also immer, und wenn ich es war. vorbeikam auf dem Weg im ersten Stock, warst du da in deinem. Das heißt, du hast alle Vorträge versäumen müssen. Nicht alle, lieber Ralf. Es gab einen einzigen Vortrag. Der war im großen Jagdsaal, wo ich mir gesagt habe, den lasse ich mir nicht entgehen, habe ein großes Vorhängeschloss vor meine Türe gesetzt und habe mir das Modeling von Ralf Stumpf angeschaut. Es ist ja jetzt, du treibst mir die Schamröte ins Gesicht, wenn man das jetzt hier so mal offen einfach sagen darf. Ja, aber genau so war's. So, ich habe mir das gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen, so als wirklich mein Nugget oder mein Diamant, könnte man ja jetzt sagen, auf dem Kongress. Das war dein Vortrag und den habe ich mir dann auch angehört. Und die andere Zeit war ich tatsächlich immer auch gut ausgebucht. Ich hatte ja so Listen, wo sich die Leute dann eintragen durften, ausgehängt und hatte dann, also ich glaube, die kleinste Runde war einmal mit drei und ansonsten waren wir mal zu sechst und auch richtig spannende Teilnehmer dabei. Also es gab ja auch viele Vortragende, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun hatte oder Besucher, was weiß ich, die Gabriele Eckert, unsere CQM-Queen oder der Benedikt Held von der Redefabrik, der das ganz toll fand. Solche Sachen, die habe ich, das habe ich genossen, wie wir da am Tisch saßen und mit wirklich so vielen tollen verschiedenen Menschen dieses Spiel zu spielen und am Ende dann auch noch ein bisschen Feedback einzusammeln, was natürlich auch sehr wichtig ist. Mir scheint jetzt nach dem, was du an Fragen vorstellst, schon, also eine gewisse Grundreflektiertheit braucht man schon, ne? Also so, also gibt es das viele Menschen, die einfach aus dem Stand so Fragen beantworten wie, was ist deine Überzeugung bezüglich Geld? Das ist ja doch schon irgendwie, selbst wenn es im normalen Deutsch formuliert ist, speziell.
Naja, so heißt ja keine Frage bei mir, was ist deine Überzeugung, sondern, Ja, aber was du gerade ach nanntest, so, wer ja, in das. diesem Kreis würdest du gerne wissen, was der Mensch über Geld? Ja, das wird eingeleitet, so nach dem Motto, schau dich mal um, von wem glaubst du, dass er finanziell erfolgreich ist und von dem du gerne wissen möchtest, was er über Geld glaubt oder was seine Überzeugung in Sachen Geld ist. Dann ist das schon etwas leichter, die Leute abzuholen. Und wenn der dann sagt, weiß ich doch nicht, Geld ist einfach da, dann reicht das ja schon. Oder er sagt, du, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil Geld kommt einfach in mein Leben. Darf ich Wenn dir der als aber. Fußnote die Antwort von Aristoteles Onassis dazugeben, weil die so entzückend ist? Der hat mal in einem Interview gesagt, die meisten Leute machen den Fehler, dem Geld hinterherzulaufen. Er wäre dem Geld entgegengegangen. Sehr schön, ja. Da denkt man sich, ach so, so einfach ist das, dann mache ich das jetzt auch. Ja. Ein Freund von mir hatte mal gesagt, du, das Geld liegt auf der Straße, du musst dich nur bücken. Und dieses Aufheben, diese Sinne von, Mensch, wie weit willst du denn laufen? Brauchst du einfach nur mal runterzulangen, ist auch ein schönes, ja, ein schöner Glaubenssatz, wenn du so willst. Trotzdem, ich habe das Gefühl, ein bisschen Reflexion braucht es, ein bisschen Selbstreflexion. Ja, also ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass natürlich so das Publikum, was auf dem Landsiedelkongress unterwegs ist, ist jetzt. Also da kann ich mir schlimmere Veranstaltungen vorstellen, wo das Spiel vielleicht weniger Erfolg hätte. Sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite sage ich dir auch, ich habe das Spiel designt für Erwachsene und habe mir irgendwann mal gesagt, ja, bis wie runter darf man das denn spielen? Muss man, weil halt auch mal so eine Frage über Beruf, aber okay, wenn man jetzt Beruf mit Schule austauscht, ist das relativ fix erledigt oder Partnerschaft, wenn man das mit Freundschaft austauscht und selbst Partnerschaft muss ja nicht immer Liebesbeziehung sein. Aber ich habe das schon mit Kindern gespielt und meine absoluten Fans auf dem Kongress, das waren vier Teenager, die immer wieder gekommen sind und mich um hier das zweite und dritte Handy gebeten haben, damit sie das im Nebenraum spielen können. Also es wäre jetzt vermessen anzunehmen, man muss irgendetwas haben, was, nein. Ich behaupte, ich habe das auch schon mit meinen Patenkindern gespielt. Die waren 9 und 11 Jahre alt und habe das nur so aus Spaß mal. Und wir hatten so viel Fun und ich habe da so tolle Antworten bekommen. Und interessanterweise in der Familie, wo ich dir vorhin sagte, da kam die Frage mit dem, wo stehst du in 2 Jahren in Sachen Liebe und Beziehung? Die hatten eine Tochter, die war damals auch noch irgendwie, ich würde mal sagen, so um die 13, 14. Und da war gerade Mutter- und Tochter-Clinch angesagt, dass die zwei sich kaum mit dem Hintern angeguckt haben. Und die zog dann so eine Karte, gib doch mal ein schönes Kompliment zu deiner Nachbarin zur Rechten. Und da saß die Mama. Und dann hat die so ein tolles, charmantes, herzbewegendes Kompliment rausgehauen, dass der Mama in dem Moment die Tränen gekommen sind. Sie sagt, oh, das kann doch gar nicht, das ist ja wunderschön, was du da sagst. Also, ich stehe jetzt hier und sage, das kann jeder spielen, aber es stimmt, eine gewisse Affinität für so ein Zeug, so ein Psychokram darf man mitbringen oder halt einfach eine herzliche Ehrlichkeit, die hilft dann auch. Also ich finde es sehr toll, überzeugend und frage mich jetzt seit einiger Zeit, ich verstehe ja auch deinen Namenswunsch mit der Marketing-Idee. Mich hat es am Anfang ehrlich gesagt in eine etwas andere Richtung geschickt und diese Idee mit dem Live-Design, ich will nicht sagen, beschreibt es besser, aber ich glaube, mit Live-Design hätte ich mir mehr das gedacht, was es dann ist. Aber du sagst, die Art, sich mit sich zu beschäftigen, sich bewusst zu machen, sich zu hinterfragen, sich Antworten zu finden, macht dann sozusagen automatisch glücklich. Ja, das glaube ich. Also es gibt einmal das Glück, das sofortige Glück. Glück ist ja etwas, was nur im Präsens stattfinden kann. Sind wir doch mal ehrlich, Glück gibt's hier und jetzt. Sonst gibt's kein Glück. So, und was gibt's Schöneres, als dann dieses Glück hervorzulocken, indem man im Hier und Jetzt spielt? So, das ist sozusagen die erste Ebene des Glücklichseins. Ja, ich spreche von Happiness und nicht vom Glück am Roulette-Tisch.
Und das Zweite ist dann das, so wie werde ich denn langfristig glücklich? Und ich habe mir wirklich so Fragen gestellt, was ist denn Glück? Ich habe ja vor fast 10 Jahren mit meinem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis bewusst aufgehört und gesagt, das gefällt mir nicht mehr, obwohl ich da super erfolgreich war und es hat alles gepasst und rauf und runter. Aber irgendwie gab es da eine Stimme in mir, die mir genau diese Frage gestellt hat. Bist du bei all dem eigentlich noch glücklich? Und ich glaube, das war dann so ein Antrieb. Dann fing es an mit NLP, dann fing es an mit, dass ich mir über solche Dinge Gedanken gemacht habe. Ich koche ja auch gerne und für mich ist Glück so eine Art Curry. Curry ist natürlich jetzt nicht unser Breitengrad, aber es ist ein Curry des erfüllten Lebens. Ja, und es ist ganz schwer zu sagen, was ist denn Glück? So wie, was ist denn Das hätte ich jetzt fragen wollen. Hast du eine Antwort gefunden? Dankbarkeit? Ja, ich habe. Also für mich ist es dieses Curry des erfüllten Lebens im Sinne von, ich habe früher gedacht, es ist ein inneres Kapital und dann dachte ich, nein, Kapital gefällt mir nicht, ich nenne es lieber innerer Reichtum. Das ist dann aber auch nicht das, was jemand, der das nicht hat, verstehen würde. Dann habe ich gesagt, es ist eine Blumenwiese, die ich hegen und pflegen kann. Und auch das war mir dann nicht so. Und dann dachte ich irgendwann, ja, es ist ganz schwer zu beschreiben. Wie erklärst du jemandem, der noch nie Kopfschmerzen hatte, was Migräne ist? Oder wie erklärst du jemandem, und das ist dann so für mich, wo ich sage, das ist ein Zustand innerer Freude, Dankbarkeit und es ist auch sowas wie Wertschätzung des Daseins. Es ist total abgefahren. Ich kann dir das wirklich nicht sagen. Was ist Happiness? Jeder weiß es und jeder redet gescheit daher. Aber so diese innere Fülle zu erleben und das mit Dankbarkeit zu kombinieren, das ist ein wahnsinniges Glück. Das Thema wird ja auch wirklich immer größer. Es gibt ja Glücksforschung seit einiger Zeit. Es gibt, glaube ich, ja mit Bhutan oder so irgendein Land, wo es sogar einen Minister für Glück gibt. Also das Ja. Thema wird jetzt im spiraldynamisch grünen Zeitalter natürlich immer wichtiger. Gott sei Dank, es gibt ja auch mittlerweile Glück als Schulfach, wie ich Was? mir habe sagen lassen. Ja, das ist tatsächlich diese Glücksforschung, die aus der positiven Psychologie kommt. Also wer sich für Glück interessiert, sollte unbedingt auch die Sabrina Priester hören, die du ja unlängst im Zeilcast hier interviewt hast. Wirklich toll. Und da gibt es so diese, also, wie soll ich sagen, wenn in Schulen Glück gelehrt wird, und Glück ist nicht Wunscherfüllung, sondern Glück ist das, was jetzt passiert. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn die Kinder in der Schule anfangen, übers Glück etwas zu lernen, über positive Psychologie etwas zu lernen, und da ist natürlich Glück ein ganz wesentlicher Baustein. Wunderbar. Also falls das irgendeiner hört, der sowas macht, bitte gerne schenkt mir ein Feedback, ob man in eurer Schule nicht vielleicht auch diese App mal installieren kann und einfach mal prüfen kann, was hat das mit unserem Schulfach zu tun. Es ist nichts Böses da drin, es ist nichts Versautes da drin, es ist wirklich eine sehr feine, ehrliche App. Probiert es mal aus, gebt mir ein Feedback, das würde mich sehr freuen. Ist es für dich ein entscheidender Unterschied zwischen glücklich sein und Glück haben? Also, ich kann dir aufdecken, warum ich die Frage stelle. Also, ja, Glück haben hat für mich mehr was mit Roulette zu tun, muss ich erstmal so spontan sagen. Und glücklich sein ist dieses aus der Glückseligkeit kommend. Und da wir kein Wort für Happiness haben, weil ich finde, nichts beschreibt das, und da wir Glück sowohl am Roulette-Tisch wie mit dieser inneren, tiefen, ja, mit dem Feiern des Lebens auch vergleichen auf der anderen Seite. Weiß ich nicht. Glück haben. Wer glücklich ist, hat auch Glück, weißt du? Es ist für dich sozusagen Happiness und Luck, die beiden Sachen, ne? Genau, richtig. Das wäre, also Luck ist es nicht, wovon ich rede. Dieses, ja, eine Probabilität erreichen und
sich freuen, dass man es geschafft hat. Das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich Happiness. Ich frage aus eigenem aktuellen Interesse, weil ich nämlich jetzt von uns beiden aus gesehen am nächsten Donnerstag, von dem Veröffentlichungszeitpunkt des Podcasts her am letzten Donnerstag, also wer es hört, für den ist schon in der Vergangenheit, habe ich in der World of NLP ein Donnerstagabend-Webinar zum Thema Glücksmodeling. Und da geht es explizit ums Glück haben. Weil dahinter steht ein Gedanke, den ich bei Malcolm Gladwell gefunden habe, in seinem Buch Überflieger, wo er meinte, dass im Grunde praktisch alle Leute, die im Leben Großes schaffen, große Erfolge, große was weiß ich, haben an der entscheidenden Stelle einfach Glück gehabt. Und dann sagt er, das ist aber kein Zufall, sondern dass du Glück hast, hat sehr viel mit dir zu tun. Und ich liebe dieses Zitat von Bernhard Lange, dem Golfspieler, der mal meint, dem, wo irgendjemand so meinte, hatten sie aber wirklich Glück. Und er meinte, ja, und je mehr ich trainiere, umso mehr Glück habe ich. Ja, das also es gibt da eine spannende Kombination. Vielleicht dieses Wort Chancen, das ist ja, bedeutet ja auch Glück. Ja. Dass man, und von daher könnte sogar dein Spiel in die Richtung gehen, dass man einfach die Wahrnehmungsfilter entwickelt, um halt Chancen zu erkennen, Glücksmomente zu erkennen, um sie zu ergreifen. Auf jeden Fall. Das ist ein, also auf jeden Fall. Und das führt den Bogen oder spannt den Bogen zum Glückssinn. Ja. Also dieses Erkennen ist ein Sinn, den wir in uns entwickeln dürfen. Das ist etwas, was uns im ganzen Leben gut tut, wenn wir den Fokus auf unser eigenes Glück legen dürfen. Und das zu entwickeln, ist halt bei vielen Leuten weit zurück. Oder, ja, da sind wir uns beide einig, weil es halt normalerweise kein Schulfach ist. Das heißt, das wichtig zu nehmen, sich das einzugestehen, ich werde mich dem jetzt widmen, ist natürlich für einige Leute wahrscheinlich schon fast obszön. Ja. Ja, okay. Das ist dann aber nochmal eine andere Richtung. Also es darf jeder, also ich glaube, dass wir alle ein wohlverdientes, immanentes Recht auf Glück im Leben haben. Kennst du die Meinung von Bismarck zu dem Thema? Nein, aber ganz, du wirst ganz, ganz berühmtes Bismarck-Zitat ist, es geht im Leben nicht darum, glücklich zu sein, es geht darum, seine Pflicht zu tun. Ja. Möchtest du ihm das Spiel schicken? Also, dein nein, Gesicht weil jetzt. Weil es in seiner Welt, du hast gerade von, wir werden immer grüner, ja, okay, in einer blauen Welt mag das auch das Glück des Alltags sein, dass ich mich regelkonform verhalte, dass ich dem Herrn diene und diese ganzen Dinge, das ist mein kleines Glück des Lebens und völlig okay. Ja. Und mittlerweile sind wir aber ein paar Stufen weiter oder zumindest ein paar Ideen weiter auch und dürfen es uns erlauben, auch mal auf uns zu schauen und was macht mich glücklich. Und dieses Recht auf glücklich sein, dass wir uns das erlauben dürfen. Viele verkneifen sich ja schon mal Glück. Da fängt es ja schon mal an. So, dass sie sagen, mein Gott, jetzt, das nehme ich mir jetzt? Nein, das könnte mich ja glücklich machen. Also, und die anderen wissen gar nicht mehr, was ist nötig. Die wissen zwar, was ihnen nicht schmeckt, aber sie wissen nicht, was sie gerne mal kochen würden. Und das ist auch dann wieder ein Schritt in diese Richtung, dass ich sage, hey, werd dir doch mal bewusst, was tut dir gut, was gefällt dir, was macht dich denn wirklich happy im Leben und lege den Fokus darauf. Und es ist, ich wiederhole es nochmal, nicht die Wunscherfüllung. Das ist meine feste Überzeugung. Und natürlich, also um jetzt mal einfach auch historisch die Position ganz klar zu stärken von dir, ich meine amerikanische Unabhängigkeitserklärung, da steht es schon drin, Streben nach Glück als wirklich unveräußerliches Menschenrecht und die definieren ja auch darüber, die sagen ja, folgende Wahrheiten halten wir für evident. Und da ist halt auch drin, dass Menschen nach Glück streben. Von daher ist es jetzt auch nicht so eine riesengroße Neuigkeit. Nein, also ich sage auch nicht, dass ich hier das Ei des Kolumbus erfunden hätte. Das ist klar, nein. Ich meine Neuigkeit im Sinne von nach dem Motto, nimm doch mal das Glück auch wichtig. Das kommt ja da schon mit drin vor. Dass, also wenn man sich überlegt, wie sehr die Unabhängigkeitserklärung das Streben nach Glück in den Mittelpunkt stellt, ist ja fast schon die Art, Menschen darüber zu definieren. Na wunderbar. Ja. So, und doch fehlt es hier gerade in unserem, sage ich mal, in unserem Deutschland
wo wir noch sehr viel mit Verbissenheit und noch sehr viel mit Bismarck unterwegs sind, wenn du so willst, fehlt es ganz stark daran. Ach so, Und das wäre die deswegen. Idee für das nächste Actionkärtchen. Bilde einen sinnvollen Satz mit den Worten Deutschland und Glück. Nein, nein, nein. Wir wollen keine Politik. Nein. Aber es wäre zum Beispiel so etwas, naja gut, ich habe es ja auch hier, wie kann man dich mit einfachen Mitteln, was kannst du dir Gutes Ja. tun, um dich glücklich zu machen? Also manchmal ist es die warme Badewanne, es ist ein Blumenstrauß, auch wenn ich ihn mir selber kaufe, der im Eingang steht, oder es ist einfach mein Ja. Lieblingstee oder sowas. Ja. Das sind ja die kleinen Momente, auf die wir schon achten dürfen, um uns auch mal bewusst zu werden, wie unwahrscheinlich gut es uns geht. Ja. Ja, also das ist ja auch so ein Thema Dankbarkeit und Glück. Da schwingen die Pendel in sehr ähnliche Richtungen. Sich dessen bewusst zu werden, was wir alles Tolles haben. Dass wir uns hier den Luxus erlauben können, mal eben gerade am Nachmittag über so ein Thema zu reden. Dass ich so ein Spiel erfinden darf und nicht irgendwo beim Teppichknüpfen meine Finger wundgeschunden habe. Ich finde, das ist alles so toll. Das sind solche Errungenschaften und stattdessen meckern wir, anstatt uns dessen bewusst zu sein, wie unglaublich gut es uns geht. Und du weißt natürlich auch, dass gerade nach der Glücksforschung oft die Menschen in diesen Ländern höheres subjektives Glück empfinden als wir in unseren superreichen Ländern. Ja, deswegen glaube ich, dass es nichts mit Wunscherfüllung zu tun hat. Ja. Und was mir jetzt gerade beim Rumassoziieren auffällt, wo wir hier durch die Jahrhunderte gespaziert sind, ich habe noch nie bewusst gemerkt, wie oft das Wort Glück in der Nationalhymne vorkommt in Deutschland. Die ganze dritte Strophe geht ja dauernd nur um Blüh im Glanze dieses Glückes, Sinn des Glückes Unterpfand. Ja. Also, vielleicht sollte man den Text nochmal lesen und sich überlegen, was da eigentlich drinsteht. Weil so richtig kommt das mit dem Glück im Alltag eigentlich wirklich nicht rüber. Johannes, du hast viel zu tun mit diesem Spiel. Du hast viel zu tun, ein dickes Brett zu bohren. Du, ich mache das mit Freuden und freue mich über jeden Einzelnen, der sich die App downloadet oder Ja. vielleicht auch eines Tages mal so weit ist, wenn das Spiel dann herausgekommen ist als harte Version, dem das Freude bereiten kann. Aber ich sehe das nicht als Brettbohrer, sondern ich glaube wirklich, es bestenfalls ein Erwachen. Ja, und wir hatten ja vorhin schon darüber geredet. Ich meine, dieses die Papier-Papp-Hardware-Version ist natürlich ein Traum. Allerdings, wir wissen es beide, weil ich habe das schon hinter mir mit den Ressourcekärtchen. Du hast es noch vor dir. Man glaubt es nicht, was die Produktion eines solchen Spieles schon wirklich gerade in einer kleinen Auflage kostet. So ist es Es ja. ist halt nicht Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly, was in die Hunderttausender Auflagen geht. Von daher danke, dass du die App schon mal als Vorversion rausgegeben hast. Sehr gerne, sehr gerne. Gut. Tja, dann hoffe ich, dass die Rege gespielt wird, dass die Leute ein bisschen was davon mitnehmen können, von dem Funken, den ich hier versuche in die Welt zu sprühen. Wie gesagt, wir schreiben drunter deine Website, die Kontaktmöglichkeiten. Das Geschenk ist groß und glücklich machend. Das Feedback damit quasi garantiert, dass Super. das Vielen kommt. Dank. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du im Podcast 200 dann von den 17 Versionen dieses Spiels erzählst, für Hundebesitzer, für Katzenbesitzer, für Elefantenbesitzer. Vielleicht explodiert ja gerade dieser Podcast wieder unglaublich nach oben, dass wir hier uns schon in Kürze widersprechen dürfen, Ja. um sozusagen die Folgeversion zu Aber zaubern. was machst du jetzt, wenn du jetzt 100 Zuschriften von Hundebesitzern bekommst, die sagen, ich möchte exakt diese Version Glückssinn Wauwau? Ja, dann werde ich mal mit meinem lieben Max Niklas sprechen, der diese App programmiert hat und der möglicherweise da etwas machen kann. Mhm. Wer weiß. Also wenn es da wirklich so viele Nachfragen gibt, dann machen wir auch Unmögliches möglich. Das klingt traumhaft. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Vielen Dank, Es hat mir sehr dass viel ich das Freude auch, gemacht. dass Ja. meine Stimme durchgehalten hat bis jetzt. Das ist ja Ja, aber ich Wahnsinn. habe auch das Gefühl, die letzten 3, 4 Minuten sagt die Stimme, jetzt reicht's auch. Wir steigen um von Podcast auf Ingwertee, So ist es ja. weil dich das glücklich macht. Also, es war mir eine Freude. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich danke dir. Und auf die nächsten 100 Podcasts, Ralf. Aber so weit von, dann kriegen wir beide den Nobelpreis. Ich danke dir.
Ich danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.